Willkommen zu Let's Play World of Tanks. Ja, okay, ich weiß, das ist ein bisschen merkwürdig gewesen, aber auch das muss mal drin sein. Ein Replay vom T-43. Feuriger Bogen, wir sehen schon, überall kommen die Schüsse rein. Dementsprechend stimmig natürlich das Ganze. Eingeschickt von Socki H. Vielen Dank an dieser Stelle. Und ja, er hier mit Tier 7, Top Tier von den Teams. Da sieht man schon, hatte er leider... Ja, die Arschkarte, sage ich jetzt mal ganz salopp, so wie es ist. So wie es jeder wahrscheinlich sich erstmal denken würde, wenn er denn das so selber hätte. Und mal schauen, was er daraus macht. Er fährt jetzt erstmal rüber über die Schienen. Was natürlich bei dem Modus ganz sinnig ist. Weil da ist auch der Cap und den will man auch vielleicht decken. Und dementsprechend verteidigen bzw. darauf wirken können. Und so wie es jetzt ausschaut, fährt er wohl auch Richtung Hügel gleich. Mit einem Medium-Panzer, der einigermaßen flink ist, kann man das gut und gerne mal machen. Schwere Panzer, die man da auch ganz gerne immer mal wieder sieht, sehe ich da jetzt nicht unbedingt so sinnig. Aber gut, das muss jeder für sich selbst wissen. So, noch nichts auf seiner Seite. Der erste Lux ist schon weg. Was ist das denn für ein Geräusch? Jetzt fahrt er doch nicht auf den Hügel, sondern will auf den T1 da scheinbar gehen. Kommt er nicht ganz drauf? Aber der T1 kommt jetzt ein Stück höher. Das heißt, jetzt hat er gleich da den Bereich. Aber der T1 zielt auch schon auf ihn. So, jetzt konnte er ihn Gott sei Dank tracken. Mit Auto-Aim. T1 schießt. Nochmal mit Auto-Aim unten drauf. Nicht wundern, dass es mit dem Fadenkreuz beim Auto-Aim so ein bisschen merkwürdig ist. Das ist einfach vom Replay so. Jetzt kann er gleich den Tiger P. Tiger P ist natürlich eine Ansage. Der ist dementsprechend hart. Aber erster Kill, T1, schon mal weg. Das ist schon mal schön. Jetzt mal ein bisschen erhöht. So, jetzt kriegt er leider den Tiger P nicht mehr auf. Und da ist schon der erste Elektro. Da muss er natürlich ein bisschen aufpassen, nicht, dass er jetzt von der Seite beschossen wird, aber... So, jetzt wieder mit Auto-Aim auf die Hellcat. Kommt drauf. Erster Schuss. Nochmal ein. Sehr schön. Und jetzt Elektro, den rusht er scheinbar. Elektro mit HE. Rammt ihn weg. Jetzt noch der T25. Fahrer ist auch noch einge... Oh, unangenehm. Gott sei Dank, den Fahrer braucht er jetzt hier nicht, aber... Und das Munitionslager. Und eine Arti. Was ist denn da oben alles los? So, Arti auch weg. Ganz schnell mal 4 Kills gemacht. 1800 Schaden. Sehr nice. Das war hier oben ja ein richtiges Schützenfest. So, Panzer 4... Ausführung H, auch gekillt. Und jetzt der Tiger P. Der hat er Gott sei Dank das Heck von ihm. Und kann da jetzt wirklich schön reinwirken. Der interessiert sich gerade aktuell 0 für ihn. Fängt jetzt dann das Drehen an. Und da konnte aber nochmal einen platzieren. Jetzt bekommt der Tiger H auch wiederum ein paar Schüsse. Jetzt... Und das ist das Schöne an der Position. Jetzt kann er über die Schienen wirken. Leider da vorbei, aber da hat er noch Ziele. Schön vorgehalten. Ganz nice. Jetzt kann er wieder auf den Tiger P. Der interessiert sich wieder gar nicht für ihn.
Wieder mit Auto-M. Nochmal. Oh, yes. Fetter Hit. Und Panzer-Selbstfaller fetter, da muss er zurück. Yes, unangenehm hoher Schaden. Nochmal Panzer-Selbstfaller fetter. Noch ein Hit, dann ist er tot. Oh, schön. Wichtiger Kill. Aktuell steht es 10-9. Von 10 Kills hat er ganze 7 gemacht. Richtig nice. Und, ah, schade. Der Leopard will natürlich auch noch weg. Und dann jetzt, komm, mach ihn weg. Ja, ah, nice. So, jetzt noch eine Arti, IS, Jagdpanther und Stuck. Was haben wir denn? IS ist recht low. Alle anderen hat er noch nicht erfasst. Aber ja, IS kommt, das wird doch was. Oh, schön, da hat er nicht viel gehabt, aber trotzdem den Hit gemacht. Und den Kill bekommen. 9 Kills aktuell. Alter Verwalter. So, jetzt. Der Jagdpanther. Schauen wir doch mal. 195 mit dem Arsch zu ihm. Stuck ist jetzt auch offen. Auf Jagdpanther kommt er drauf, ohne dass er gespottet wird. Muss er natürlich nur auf die Arti aufpassen, die hier ist. Oh, sofort ein Kill mit HE. Sehr gut gemacht. Direkt HE laden für die Arti. War sehr clever. 10 Kills. Jetzt kommt die Stuck. Oder das Stuck. Wie man richtiger sagen würde. Ja, jetzt sind natürlich AE nachteilig. Jetzt auf den Jagdpanther, sehr gut. Ah, schade, Jagdpanther hat die weggemacht, aber jetzt ist schon das Game vorbei. Er hat 10 Kills abgeholt, knapp 3800 Schaden. Es waren mit dem Blind Hit knapp 4000. Wirklich nice. Also, schöne Runde, ist sehr schön gemacht. Panzer ist mehr als verdient. Ich hoffe, euch hat es genauso gut gefallen wie mir, weil das war definitiv sehenswert. Ich wünsche euch alles Gute, bis bald, euer Alcaramba.